wie komme ich aus dem blöden Strahl immer wieder raus? Nehmen wir mal sie. Wiederherstellen. Okay, sehr gut. So, hau drauf auf das Viech. Hau doch drauf. Wer drauf geht, das ist er wieder. Schnell wieder herstellen. Eine Figur muss immer komplett wieder hergestellt sein. Wenn er hier so rumfliegt, da kann ich sonst nichts machen. Zumindest bin ich zu doof dazu. Scheiße. Ich will ihn wieder herstellen. Weiter vorne, komm, 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 komm. Bitte. Sehr gut. Die Figuren wieder da. Hau halt drauf, auf das Scheißviech. Wenn der Feuer ist. Vielleicht bin ich Eispfeil, ne? Stell den ganz schnell wieder her. Sieht auch. Thank you.
ja auch so eine Rolle machen. Ja, schon. Ganz, ganz schnell. Scheiße. Komm, ihr habt doch den fast. Stell dich wieder hier. Ganz schnell. Ich hab eine Figur. Ich hab eine zweite Figur. Sehr gut. Boah, was ist das mit dem Spiel? Und trotz allem bin ich immer noch nicht tot. Wie wär's mit noch einer Runde? Ich hab alle Zeit der Welt. Du dummer Junge! Dein Licht kann mir gar nichts! Das Licht ist nicht für dich. Es ist für mich. Nein! Hol mich nicht zurück! Das bereust du! Du müsstest nicht Tag und Nacht bewachen! Ich werde deine Gedanken vergiften! Das wäre auch nicht schlimmer, als es bisher schon ist. Echt jetzt? Das Spiel ist mega geil, aber der Schluss, der ist jetzt irgendwie so... Ja, danke, dass ihr mich in mein Gefängnis zurückgebracht habt. Die Zauberer sind nun sicher nachsichtiger. Ihr habt auf der Reise ja viel gelernt. Ja, vielleicht sperren sie mich nur nachts ein. Immerhin ein Fortschritt. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie belohnen, aber ich hab nichts. Macht euch bitte keinen Kopf. Viel Glück. Was für ein Abenteuer. Es war nett, jemandem zu helfen, statt nur, ihr wisst schon, Skelette zu zerlegen. Ich weiß, was du meinst. Stimmt schon. Jemanden retten, statt einen Kobold zu plätten. Oh, da fällt mir ein. Auf mich wartet ein Kuchen-Ess-Wettbewerb. Scheint, als würden sich unsere Wege wieder trennen. Wer weiß, welcher Ärger dann auf uns wartet. Vielleicht eine Armee wütender Zauberschweine? Nein, ich glaube, die sind schon erledigt. Tja, bis zum nächsten Mal. Ein mega gutes Spiel. Ja, der Schluss, der war jetzt tatsächlich ein bisschen... Da hätte man mehr erwartet. So storytechnisch. Aber ändert nichts dran. Ein mega gutes Spiel. Es hat so viel Spaß gemacht. Das Geld ist es unbedingt wert. Es sieht super aus. Und tatsächlich hoffe ich auf ein baldiges DLC. Und natürlich auf Trine 5. Ich finde es sehr schön, dass die Entwickler von dem Pseudo 3D vom dritten Teil wieder weg sind. Weil... das war einfach kacke. Trine 1 und 2, Wahnsinn. Und zum Glück Trine 4 jetzt auch, aber Trine 3 kann man meiner Meinung nach vergessen. Ja, an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Ansehen. Und ich sage Servus, Tschüss, bis in einen anderen Let's Play. Und lasst euch noch mit dem Abspann die letzten Minuten alleine. Servus!